Das sieht nicht nach scharlachroten Blättern aus. Aber gut. Schauen wir es uns an, wie es hier sich gestalten wird. Das sieht mir jetzt nach Sommer aus, kann das sein? Wieder eine ganz andere Atmosphäre. Felsige Küstenregion. Okay, aber hier vorne ist schon wieder Schluss mit dem Weg. Da können wir doch bestimmt wieder was rumklappen, oder? Na klar doch. Zack. Ohne Probleme. Kommst du da rüber? Ah, gut. Ich war mir nicht sicher mit dem Spalt hier. Huch, das verändert sich ja komplett. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, da nichts kaputt zu machen, wenn man das jetzt wirklich aus Papier hat, das Ganze. Na gut. Ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr durch, welche Perspektive wir jetzt wie haben hier. Aber wir folgen einfach mal dem Weg. Viel falsch machen kann man ja eigentlich nicht momentan. Die richtigen Rätsel kommen ja eigentlich immer erst zum Ende, habe ich so das Gefühl. So. Okay, wir haben mehrere Auswahlmöglichkeiten diesmal. Die Qual der Wahl sozusagen. Schauen wir mal. Ich blicke auch nicht mehr durch, aus welcher Richtung wir jetzt drauf schauen, gerade auf den Felsen. Offenbar aus der falschen. Gut, wir gehen nochmal zurück und probieren einfach mal den anderen Weg. Denn das gerade eben, das hatten wir, glaube ich, schon. Das war, glaube ich, nichts Neues, keine neue Perspektive. Aha! Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt gemacht haben, aber wir sind drüber. Gut. Okay, folgen wir weiter dem Pfad. Und da oben geht's wieder in eine Grotte rein, aber die können wir noch nicht betreten. Okay. Sieht hübsch aus. Dieser ausgefranste Teil. Ist eigentlich eine coole Darstellung von der Höhle, ne? Mit mehreren Schichten hintereinander. Einfach so ein bisschen ausgefranst schneiden. Mit Schiebetür-Effekt. Das ist ja schön. Gut. Witzig. Was können wir denn hier machen? Oh, komplett rumklappen, natürlich. Geht das wieder los. Ein weiteres Treppenspielchen. Okay, wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Die Frage ist, wie machen wir das? Schauen wir mal, was wir denn so haben. Nein. Am Ende müssen wir sicherlich darauf kommen. Was haben wir hier so? Das sieht auch nicht passend aus. Also ich glaube, am Ende müssen wir irgendeinen Zugang zu dem finden. Genau, also wir müssen irgendwie hier drauf kommen sozusagen erstmal. Kriegen wir das denn hin? Hm. Also ich bräuchte erstmal überhaupt einen Zugang, das wäre gut. Da auch nicht. Können wir denn irgendwie vielleicht und so? Ah, hier. Siehst du mal, gar nicht gesehen vorher. So, wenn wir das haben. Nee, du sollst schon hier rüber gehen. Genau, jetzt kommen wir hier hoch schon mal. Das ist doch ganz gut. Aber bleib gleich mal hier vorne stehen. Wir müssen ja noch gar nicht, wo wir dann hin müssen. Okay, jetzt sollten wir hier drauf kommen. Ah, er bleibt immer stehen, wenn ich das verändere. Das ist doof. Das hilft mir nicht weiter. Das auch nicht. Das genauso wenig. Wozu ist das denn da? Das hilft ja überhaupt nicht eigentlich, oder? Ja. Was machen wir denn da? Wir müssen eigentlich irgendwie hier vorne drauf gerade. So, das hilft nicht. Machen wir mal in die andere Richtung. Nein. So auch nicht. Aber können wir nicht... Warte mal, ich geh mal kurz hier hin.
Gibt's denn nicht eins? Ich will noch mal kurz schauen. So, da könnte man zumindest hier hintreten. Bringt mir das denn irgendwas? Ist die Frage. Da nicht, da auch nicht. Nee, dann brauchen wir es auch gar nicht erst machen. So, ich könnte hier natürlich auch nach hinten treten. Ich drücke das weiter. Ah, okay. Cool. Kam jetzt unerwartet, aber okay. Damit können wir jetzt zumindest schon mal hier hingehen. So ein Durcheinander hier. So, genau, das passt doch gut. Da kommen wir hier hin. Und jetzt kommen wir hier oben auf die Treppe. Schön. Okay. So rum bringt's mir nichts. Aber so rum. Genau, jetzt sind wir doch auf dem richtigen Weg. Jetzt können wir das so machen. Und haben die Treppe geschafft. Wunderbar. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und Stück für Stück dran arbeitet, kommt man doch ziemlich gut durch. So, und damit rein in die Grotte. Und ich denke mal, damit werden wir dann auch zum nächsten größeren Rätsel für die dritte Blüte kommen. Okay, wir haben... Ne, hier drüben kommen wir nicht lang, also haben wir bloß einen Weg sozusagen. In Ordnung. Schauen wir uns doch einfach mal den Steg an. Müssen wir jetzt ins Wasser? Das sieht nicht so gut aus hier. Was ist denn hier passiert? Ach. Wir müssen es wieder zusammensetzen. Okay. Warum nicht? Gut, er dreht es ja gleich automatisch. Das ist schön. Ah, wir haben uns ein Boot wieder zusammengebaut. Zum Segeln das Wasser anklicken. Okay. Witzig. Damit habe ich jetzt zugegebenermaßen nicht gerechnet. Aber warum nicht? Machen wir eine Bootstour. Raus aufs Meer. Wahrscheinlich zur nächsten Insel hinüber. Oder zum Leuchtturm. Der hat doch bestimmt unsere Blüte, oder? Na klar. Garantiert. Okay. Rauf auf die Insel und rein in den Leuchtturm mit uns. Ich finde es interessant, dass er einen Segelmast, aber kein Segel hat. Und auch keine Ruder oder so, aber er kann segeln. Und ich frage mich, warum hier hinten so ein halber Scheiterhaufen steht. Huch. Okay, ich glaube, wir sind schon oben auf der Spitze. Das ging schnell. Müssen wir ein Feuerchen machen? Ist das unser Plan? Das mittlere Teil scheint zu fehlen. Na sowas. Wechselt er die Perspektive weiter? Nee, ne? Ach doch, jetzt sind wir dahinter, okay. Das ist irgendwie seltsam. Okay, die Frage ist, wo kriegen wir dieses mittlere Teil her? Ich habe bisher noch nirgendwo irgendwas derartiges gesehen hier. Hier oben können wir ja momentan, so wie es aussieht, nichts machen. Bleib mal hier. Ich glaube, hier oben können wir jetzt momentan noch nichts machen. Also gehen wir mal wieder zurück. Hm. Na gut, gehen wir mal runter. Vielleicht können wir noch weiter nach rechts segeln. Vielleicht geht es dort noch ein Stück weiter. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also irgendwann, ich weiß auch gar nicht, was das darstellen sollte. Irgendein Zahnrad oder so, was wir jetzt suchen? Wahrscheinlich, oder? Schauen wir mal. Hier drüben brennt auch schon ein Feuer.
Okay. Hier gibt es ziemlich viele Leuchtfeuer, ne? Können wir hier was machen? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen die alle zum Brennen bringen. Kann das sein? Das eine, das brennt, wird doch hier dargestellt. So verstehe ich das zumindest. Hm, wer weiß. Genau, hier kommt jetzt noch ein drittes. Es müssten eigentlich soweit alle sein. Okay, was bringt uns das, ist die Frage. Ach nee, hier kommen noch mehr. Ach du Schande. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie wir die anmachen. Aber bevor wir das können, brauchen wir erstmal ein Zahnrad. Das wir wahrscheinlicherweise in diesem Wrack finden. Das hier oben sieht seltsam aus. Okay. Rauf aufs Ufer und dann schauen wir doch mal ins Wrack hinein. Da drüben geht es ja dann sowieso nicht weiter, also müssen wir hier eigentlich Erfolg haben. Sieht ein bisschen kaputt aus. Ich hoffe mal, das Ding hält. Und ich frage mich ernsthaft, wie dieses Schiff es geschafft hat, senkrecht auf Grund zu laufen. Da muss man schon Können für zeigen, um sowas hinzukriegen. Ist das ein Radio? Das sieht irgendwie danach aus. Schauen wir es uns einfach an. Ach du Schande, was ist das denn? Okay, hier ist einfach nur mal wieder mit drehen. Das kriege ich noch hin. So zum Beispiel. Schauen wir mal, ob es... Nee, so soll es nicht sein. Das war nicht der Plan. Ach so, so rum. Okay, diesmal etwas verschlungener als vorher, aber prinzipiell kein großes Problem. Hübsches Zeichen. Ach so, jetzt müssen wir das andere Rätsel auch noch aufmachen. Okay. Was soll ich denn hier eintippen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mehrere Zeichen gesehen. Ich habe einmal das hier gesehen, glaube ich. Das würde ich denken. Ich habe aber keine vier Zeichen gesehen. Hm, okay, dann müssen wir nochmal rausgehen. Wie komme ich denn wieder raus? So, okay. Und uns nochmal ein bisschen umschauen. Hier drüben. So, wir müssen vier Zeichen finden. Eins war außen dran, das habe ich gesehen. Eins war hier auf der Ebene. Das hier drüben. Ach nee, das ist was anderes, als ich dachte. So, und das draußen müssten ja drei Striche gewesen sein, würde ich denken. So, wie merke ich mir denn das Zeichen jetzt am besten? Hm. Ein E mit einem Strich zu viel. Vielleicht so. Aber das sind auch die einzigen Zeichen, die ich hier gesehen habe bisher. Genau, drei Striche. Hm. Na komm, klapp rum. Also mit zwei Zeichen kann ich kein Vier-Zeichen-Rätsel lösen. Aber zumindest können wir uns schon mal das E mit dem Strich zu viel merken. Und die drei hatte ich ja noch richtig in Erinnerung. Okay, halt, hier ist noch eins drauf. Aha. Ihr seid ja gemein. Okay, das ist das, was ich jetzt schon ausgewählt hatte. Dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz schauen, ob hier beim Rumklappen auch noch irgendwo eins auftaucht. Das ist ja fies. Da musste erstmal drauf kommen. Gut, dass ich gerade nicht weggeschaut habe beim Umklappen. So, schauen wir mal, ob hier... Das sind die drei. Die haben wir ja schon, die drei. Gibt es denn noch irgendwo eins? Irgendwo hier unten drunter vielleicht? Nee.
Zumindest sehe ich nichts. Hätte ja sein können. Gut, vielleicht müssen wir uns da auch einfach mal durchprobieren. Vielleicht klappt das ja. Drei Striche, E mit Strich zu viel und dann das andere. Und dann das vierte können wir einfach durchprobieren. Müsste ja eigentlich irgendwann funktionieren. Probieren wir es einfach mal. Mal sehen. Halt. War da gerade eins? Ach, das war das, was wir schon hatten jetzt. Glaube ich, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wir schauen einfach mal. So, drei Striche. Hier haben wir das. Wo ist denn das E mit. Hier genau das da. So, dann hatten wir das zweite von unten. Und dann müssen wir mal durchprobieren. So, sicherlich nicht zweimal dasselbe. Aha! Treffer. Gut. Und da haben wir unser gesuchtes Zahnrad. Du hast ein Zahnrad gefunden. Wunderbar, war doch gar nicht so schwer. Man muss nur aufmerksam sein. Ich weiß natürlich nicht, vielleicht ist das Zeichen auch irgendwo abgebildet. Ich hab's aber nirgendwo gesehen, muss ich zugeben. Wer weiß. Es hat ja auch von der Reihenfolge her gepasst. Von daher denke ich einfach mal, dass es so gewollt sein wird, dass man nur drei sieht und das vierte halt erschlossen wird, sozusagen. Wäre nicht ganz falsch, denke ich. Okay, dann können wir unsere Schiffsreise zurück antreten, wieder zum Leuchtturm hin. Und da oben mal ein Feuerchen entzünden. Und dann müssen wir mal schauen, ob die anderen Leuchtfeuer von alleine zünden oder ob wir die noch extra anwerfen müssen. Eigentlich können wir ja nicht zu denen hin, um die dann anzumachen. Das heißt, eigentlich müssten sie von alleine zünden, wenn sie in Sichtweite des anderen sind. So funktioniert ein Leuchtfeuer ja eigentlich. Wenn du siehst, dass das nächste Leuchtfeuer brennt, machst du deins auch an. Und wenn du dann beim letzten Leuchtfeuer angekommen bist, wissen die, die dort drauf schauen, dass das, also es ist dann irgendein vereinbartes Signal. Die wissen dann halt, dass das eingetreten ist, wofür das Leuchtfeuer steht. Kennt man vielleicht auch aus dem Herrn der Ringe zum Beispiel. Da gab es auch das Leuchtfeuer zwischen Rohan und Gondor. Und wenn das Leuchtfeuer aufgeleuchtet hat, dann wusste man, das andere Land braucht Hilfe.